Ja, zuletzt haben wir mal wieder nach einem ganz kurzen Rücksetzer nochmal die 8 Euro bei der Gazprom ADR sozusagen, sind wir jetzt gerade sozusagen am Antesten und ich nehme mal an, also dass ja, ist vieles auch jetzt nochmal mit damit zusammenhängt, wie die Wahlen heute ausgehen. Heute haben wir ja den Wahltag Sonntag, weil zum Beispiel die Grünen ja doch 15% bekommen. Das heißt, die sind auf jeden Fall Koalitionspartner und die Grünen sind ja ganz strikt gegen Nord Stream 2. Und je nachdem, was da natürlich in den nächsten Tagen und Wochen dann an Schlagzeilen kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest mal eine Zeit lang normal seitwärts laufen. Ich meine, mal auf 3 Jahre, 5 Jahre zurückgesehen, haben wir natürlich hier sozusagen irgendwie so eine Art neues Hoch ausgebildet, also wirklich ein ganz starker Aufwärtstrend. Also die Hochs von 2008 haben wir jetzt noch nicht ganz erreicht. Aber da in die Richtung geht es natürlich, ja. Also das war das Höchste, irgendwie 9 Euro, 10 Euro oder sowas. Und hier hatten wir einen Split. Ah ja, okay. Und ja, das heißt, oh wow, okay, cool. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, starke Aktie. Sollte man eventuell auf jeden Fall dabei bleiben, aber auch sich nicht wundern, wenn natürlich wieder neue Schlagzeilen kommen, dass es ein bisschen Rücksetzer geben könnte. Und also das ist schon, der Anstieg ist jetzt natürlich hier mehr als verdoppelt. Wir gehen hin zu Verdreifachung seit dem Tief im Herbst 2020. Das ist natürlich dann auch, wenn man jetzt andere Aktien hat, die nicht so gut gelaufen sind, und die geht jetzt auf die 300% zu, dann ist natürlich hier von der Gewichtung her im Depot etwas ungleich dann, aber ich denke mal, da besteht jetzt irgendwie keine Gefahr oder Nöte, dass man da ausbalanciert oder balanced oder irgendwie sowas. Man kann natürlich mit den Gedanken spielen, irgendwann mal auch ein paar Buchgewinne also mitzunehmen. Ja. Also es geht natürlich, wer keine Aktie geht ewig nur in eine Richtung. Ja. Also das ist natürlich auch eine Sache, wenn du dann irgendwann mal halt so ein mega Batzen Buchgewinne dort hast, ja, von mehreren 100%. Ja, das ist halt immer die Sache bei so Energieaktien. Das sind halt nun mal auch keine Amazons. Ja, also das ist natürlich jetzt schon ein starker Anstieg, ist ganz klar. Ja. Aber wenn wir jetzt mal die Historie betrachten, und wir betrachten ja jetzt hier quasi 20 Jahre, ja, dann haben wir also abgesehen von diesem Höcker hier mehr oder weniger auf 20 Jahre gesehen. Ja. Wir haben mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung immer nur gehabt. Ja. Also so gesehen. Und ja, also von daher, ja. Einfach dabei bleiben, sich freuen und eventuell, man kann natürlich, je nachdem, wenn man jetzt, sagen wir mal, starkes Übergewicht hat im Depot, ja, was durchaus passieren kann, ja, nach diesem Anstieg, ja, dass man dann halt ein bisschen Gewinne mitnimmt. Also auch am Gewinne mitnehmen ist noch niemand gestorben, ja. Also, und es ist ja auch wirklich nicht die allereinzigste Aktie, die gut läuft, ja, also oder gut gelaufen ist. Es gibt so viele Aktien aktuell, also das ist wirklich. Nach wie vor ist es eigentlich das Paradies für Aktienkäufer. Und jetzt nach der Corona, nach dem Shutdown und also nach der Geldflut, ja, also wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre geht es auch noch weiter so. Ja? Okay, bis mein kurzes Update. Also ich würde mal sagen, wir sind hier ungefähr bei einer 50-50-Chance, dass wir hier irgendwann halt den, sagen wir mal, einen ähnlichen Höcker, ja, wie hier bilden werden, ja. Und dann, was danach passiert, kann niemand wirklich wissen. Es ist halt einfach eine politische Aktie. Das wollte ich einfach auch nochmal betonen. Und da kann man so viel rumrechnen und machen, wie man will und analysieren. Das hilft alles nichts, ja. Das heißt, da sind politische Elemente mit dabei. Und da kann es jederzeit mal wieder in die eine oder andere Richtung gehen. Was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist der Ölpreis. Der meiner Meinung nach aktuell ist ja so, dass ja nach diesem Ölschock damals, eben hier 2020, ist es ja aktuell wieder so, dass die Nachfrage wieder höher ist wie das Angebot. Ne? Und das ist ja auch wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum es so steigt. Wir haben noch andere Dinge, dass man wahrscheinlich Gas viel länger braucht als wie Öl, ja? Weil einfach das umweltfreundlicher ist und effizienter.
von der Verwertung her und so weiter. Also es gibt, spricht sehr viel für diese Aktie letztendlich. Und da, zudem dann noch der Putin, ja, dass der sozusagen auch noch gefordert hat, dass man dort endlich mal wieder die Dividenden erhöht und all diese Themen. Also die ist auf jeden Fall in meinem Sparplan weiterhin drin. Also ich spare, ich habe ziemlich hohen Sparbetrag im Monat, ne, 1000 Euro. Und abgesehen davon, wenn das Ding mal wieder signifikant fällt, dann würde ich sogar extra nochmal zusätzlich nachkaufen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao.